Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Oktober-Variante der Degusta-Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Was zu essen und zu trinken wirst du brauchen, denn hier ist was zu essen und zu trinken drin und gegebenenfalls werde ich das ein oder andere davon naschen. Ich stelle sie kurz ab, weil sie ist diesen Monat auch gar nicht mal so wenig schwer. Ja, was haben wir hier drin? 10 bis 15 Food-Artikel. Ne? Das ist eine monatlich erscheinende Foodbox. Und da erwartet uns immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, was Spektakuläres haben wir da öfters auch mal drin. Also so neue Produkte, die man halt einfach noch nicht so im Laden gesehen hat. Aber auch so Basic-Sachen finden wir in der Box. Und ich bin da immer sehr, sehr gespannt, was mich da monatlich erwartet. Und ja, aus einem generellen Abo-Verhältnis, was ich damals mal hatte, ist dann irgendwann eine Kooperation entstanden, sodass ich die Box jeden Monat zugeschickt bekomme. Das ist total cool. Also zum einen das, zum anderen kann ich jedes Mal eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Und ich habe einen Code, damit kannst du 6 Euro sparen. Das Code nennt sich Claudi. Das heißt, du zahlst anstatt von 15,99 Euro auf die erste Box nur 9,99 Euro. Und du hast hier meistens auch ein ganz schönes Preis-Leistungs-Verhältnis, also schon einen guten Warenwert. Ne? Also du kriegst irgendwie schon Produkte im Wert von ungefähr 20 Euro. Man darf halt immer nicht vergessen, dass natürlich auch mal ein Produkt mit dabei sein kann, was einem nicht ganz so gut schmeckt. Deswegen empfehle ich diese Box den Leuten, die halt Bock auf Abwechslung haben, die Bock drauf haben, einfach mal was auszuprobieren und sich überraschen lassen wollen im Lebensmittelbereich. So, ja, hier steht schon drauf, Open Me, das habe ich schon gemacht, aber ich habe sie noch nicht ganz weit aufgemacht. Das heißt, hier ist noch immer das Butterbrotpapier und der Klebi. Und auf dem Klebi steht immer irgendwas mit Teilen und keine Ahnung. Also ich finde so eine Box immer eine ganz coole Geschichte, entweder so als WG, als Paar, als Familie auszupacken, weil für jeden ist eigentlich immer irgendwie was mit dabei und das finde ich immer ziemlich cool. Achso, und es gibt den Adventskalender, wo wir hier safe auch Werbung zu drin haben werden. Schaut da gerne auf jeden Fall mal auf der Homepage vorbei. Der ist nämlich immer sehr, sehr nice. Also da sind halt echt große Produkte drin. Nicht zu vergleichen mit anderen Adventskalendern aus dem Bereich, die ich hier schon ausgepackt habe, die fast doppelt so viel kosten. Genau, hier ist auch schon der Spoiler von dem Adventskalender drin. Ja. Und die Oktoberbox nennt sich Genussmomente und ich sehe hier schon auf der Produktkarte direkt ein paar Produkte, wo ich sage, ja, da habe ich definitiv Bock drauf. Hier haben wir dann auch den Frühbucher-Rabatt, dann kriegst du nämlich anstatt für 41,99 den Kalender für 35,99. Der Warenwert ist über 50 Euro, das heißt, du machst da schon einen guten Deal. Gerade bei der aktuellen Zeit ist es, glaube ich, gar nicht so verrückt. Ne? Also hier habe ich dann einmal noch für euch auch den Spoiler. Ich gucke mal eben, habe ich das gut eingeblendet? Ja, bestimmt. Und dann sind hier auch noch so Anwendungshinweise, Tipps, Rezepte nennt man sie ja auch so freundlich. Von Produkten, die in der Box sind. Die Kiste hat mich gerade festgehalten. Schön. So, dann habe ich hier von Oelz. Ich liebe Oelz. Weil ich mag einfach gerne so Milchbrötchen oder so Fertigkuchen und so. Fahre ich schon drauf ab. Ich weiß, es ist nicht das Gesündeste von der Welt, aber diese Box regt ja nicht zum Kalorienzählen an, sondern zum Genießen. Und da haben wir ein Gewinne feinste Genussmomente mit Oelz. Steht hier drauf. Also hier, wir haben hier eine Werbung von Oelz, also ist Oelz hier auch drin. Da freue ich mich jetzt schon drüber. Jetzt gucke ich mal rein. So, ja, und Oelz liegt auch direkt schon oben auf. Das finde ich großartig. Das sind so Mini-Croissants. Alpenbutter aus Österreich, Mini-Butter-Croissant. Also, die sind so schnell weg hier bei uns im Hause, sage ich euch, Leute. Ne? Das ist, mein Freund und ich fahren halt auf sowas ab. Und wir finden das einfach total praktisch, wenn du halt morgens halt ja im Homeoffice bist. Ich bin eh selbstständig, also sowieso permanent zu Hause. Und mein Freund ist halt im Homeoffice und ab und an zwar mal im Büro, aber ne, so haben wir halt quasi, ja, wir arbeiten von zu Hause aus. Und dann ist es immer cool, wenn einer von uns beiden entweder so Eierwaffeln raushaut oder solche Croissants oder sowas. Und dann stehen die dann immer bei uns. Und das ist immer toll. Da freut man sich doch drüber. Die sind bis zum 28.10. nur haltbar. Das heißt, wir müssen zusehen. Jetzt gerade, wo ich die Box auspacke, ist der 13.10. Ja, geht halt noch, ne? Also sind noch 2 Wochen haltbar. Aber das finde ich cool.
Das gefällt mir richtig gut. Und ich meine, dass ich hier eben auch ein Produkt drin gesehen habe. Ja, das kannst du damit in Kombi nehmen. Und zwar ist es Thüringer Pflaumenmus von Mühlhäuser. Das Original. Esse ich persönlich total gerne. Und das ist auch ein Produkt, was mich jetzt auch so ein bisschen an meinen Opa erinnert, der jetzt ja vor 1,5 Monaten leider verstorben ist. Jetzt hat er am Wochenende das 6-Wochen-Amt. Ne? Opa hat damals gerne auch immer Pflaumenmus gegessen. Und ja, deswegen, das ist ein Herzensprodukt für mich. Boah, Entschuldigung, also ich bin emotional. Und dann noch 4 Wochen vor Geburt, ihr wisst Bescheid. So, dann habe ich hier noch was mit da drin, was halt auch super ist jetzt für die kalte Jahreszeit. Das passt halt sehr gut. Krustenkandis, ja. Ne? Urtypisch karamellig von Diamant. Sowas ist super für einen Tee. Wir haben jetzt Teezeit und ich werde jetzt demnächst auch vermehrt noch mehr Tee zu mir nehmen. Halt auch warmen Tee und nicht Tee kalt aufgebrüht, wie ich das jetzt im Sommer und im Frühherbst viel gemacht habe, sondern da gibt es dann auch richtigen Tee und da ist Kandiszucker irgendwie immer total fancy. Wir haben uns letztes oder vorletztes Jahr auch extra so ein Pöttchen gekauft, damit man irgendwie erwachsen aussieht, wo man Kandiszucker reinmachen kann. Und ich glaube, ich hatte in irgendeiner Box oder in einem Adventskalender dann mal so eine Kneifzange drin, wo man dann halt so einzelne Zuckerstückchen oder einzelne Kandis-Stückchen mit rausnehmen könnte. Da fühlt man sich dann direkt immer schon wirklich, ne? Ich finde, das ist cool, wenn man sowas hat und das dann einfach irgendwie passt. Das sind Produkte, die man dann natürlich immer nur zu gewissen Jahreszeiten verwendet, aber können wir jetzt ja wieder. Und das mit dem Kandis finde ich ehrlich gesagt richtig cool. Mal gucken, ob wir hier auch einen Tee oder sowas drin haben. Das wäre ja passend. Ist das Tee? Ja. Wow. Bataillebrunner, Kurkuma und Orange. Früchtetee mit Kurkuma und natürlichem Orangenaroma. Huiuiui. Also der wird durchheizen. Aber ich muss gestehen, ich habe damals, als ich schwanger werden wollte, halt super viel auch diese goldene Milch getrunken und da hast du ja auch Kurkuma und Ingwer und sowas drin und ich habe mir das so hart reingepfiffen, ob das geholfen hat, keine Ahnung, ne? Möchte mir da nicht irgendwie anmaßen zu behaupten, dass da irgendwas von funktioniert hätte, was ich versucht habe an Hausmittelchen. Es ist auf jeden Fall gesund, es heizt durch, aber es ist einfach so, dass ich den Geschmack jetzt mittlerweile nicht mehr so gut finde. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Bedarf hätte, mich durchzuheizen, würde ich halt den Tee einfach ein bisschen heißer genießen. Aber ich glaube, das hier wird weiter wandern, weil mein Freund wird safe nicht trinken. Und das riecht schon wie goldene Milch. Das ist intensiv. Ich sag's euch. Aber das Witzige ist halt einfach, dass ich diese Box dann ja auch tatsächlich teilweise mit Freunden teile. Also wenn dann irgendwie Mädelsabend ist oder wenn meine Mom vorbeikommt oder so, dann lasse ich die halt auch immer so ein bisschen stöbern und am Ende ist alles irgendwie unters Volk gebracht. Ne? Also jeder ist echt zufrieden. Das ist echt super. Und das sollte man halt auch machen, weil Lebensmittel verschwenden finde ich immer schade. Dann habe ich hier was drin, das ist Pocket Coffee. Das wird vielleicht mein Schwiegerpapa in Spee witzig finden. Von Ferrero, feine Schokolade und 100% Arabica, Espresso, 5 Pocket Coffee, 62 Gramm. Ich persönlich mag sowas gar nicht, wirklich nicht. Finde ich gruselig. Aber entweder mein Freund oder sein Papa werden sich darüber freuen. Ich bin da raus. Dann habe ich hier etwas drin. Oh, das ist ein Kaffeebohnen, das ist klasse. Das ist eine gratis Probierpackung für 5 bis 7 Tassen. Café Royal aus der Schweiz. Crema Peru Bohnen sind das, 50 Gramm. Ich weiß jetzt nicht, ob wir alternativ hier auch ungemahlenen Kaffee drin gehabt hätten. Das steht jetzt hier nicht aufgeführt. Aber man kann sowas natürlich mahlen. Ne? Wir haben Kaffeevollautomaten, das heißt, wir brauchen so oder so Bohnen. Deswegen für uns eine gute Geschichte. Definitiv. So. Ich habe hier noch mehr Kaffee, Leute. Ja, nochmal das Gleiche ist das, ne? Bohnen, Peru, Crema. Ja, wir trinken eigentlich, und das kann ich euch auch wirklich ans Herz legen, wenn ihr vielleicht so ein bisschen Probleme mit dem Magen haben solltet oder so. Eigentlich trinken wir tatsächlich Espresso-Bohnen immer. Die sind halt bekömmlicher, weil die ja quasi nochmal intensiver geröstet sind als normal die Kaffeebohnen. Also im Prinzip, die Bohne ist ja die gleiche. Sie wird halt nur dann als Kaffeeröstung eher aus dem Röstungsprozess rausgenommen, als wenn ich sage, ich möchte Espresso
ohne Rösten. Wisst ihr, was ich meine? Die Bohne, Ausgangsmaterial, ist das gleiche Moped, aber am Ende, ne, gehst du halt nochmal eine Stufe weiter mit der Röstung und dementsprechend hast du weniger Bitterstoffe dran dann im Kaffee drin. Und dann ist es bekömmlicher. Dass du eine Espresso-Bohne hast, heißt ja nicht, dass du den Espresso daraus machen musst. Das heißt, wenn du dir daraus einen ganz normalen Kaffee machst, dann heißt es nicht, dass du irgendwie bis 5 Uhr morgens durchfeiern kannst. Also auch das ist natürlich eine Gewöhnungssache. Ich kann es aber wirklich nur jedem ans Herz legen. Mein Freund und ich haben halt beide Probleme so mit Sodbrennen, ich durch die Schwangerschaft. Und ja, das ist wirklich besser. Ja, Espresso-Bohnen sind besser. Wir haben den Test gemacht, ist so. Dann habe ich hier etwas drin, was eher was für meinen Freund ist. Wobei, ich glaube auch nicht, dass der sowas so geil findet. M. Eukal Herzkirsche Schoko gefüllt mit Fairtrade-Schokolade. Ja, 50 Gramm haben wir hier drin. Ich mag leider nicht so gerne Frucht mit Schokolade. Also da werde ich ihn fragen, ansonsten wird es weiter wandern. Das hat ja sowas von alkoholfreiem Mancherie. Ne? Mancherie würde ich persönlich ja eh schreien vorweglaufen. Aber ja... Ich kann ja nicht nur außen drumrum die leckere Kirsche ablutschen und den Rest dann so. Das ist dann auch nicht so geil, ne? Aber ich mag halt leider nicht so gerne Schokolade mit, ja, Frucht. Schade. Aber Kirsche hätte ich gut gefunden. Wirklich, das hätte ich hart gefeiert. Naja, aber vielleicht mein Freund, der mag ja auch gerne so verrückte Sachen wie Gelee-Bananen und so. Boah, das schüttelt mich, ja? Aber gut. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, da habe ich jetzt etwas drin, sowas mag ich auch gerne, von Saltlets oder Saltlets, Mini-Bagel mit Kräutern, Saaten und Sauerteig. Mit Meersalz. Das sieht doch schon mal lecker aus, ne? 100 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und das sind so kleine Bagels einfach, also so kleine Kreise, Kringel. Rappel die Pappel die Bum Bum. Und hier sehen wir sie auch an der Seite. Das kann man gut snacken. Sowas kannst du dir auch in mega lecker, in so Kräuterfrischkäse zum Beispiel reindippen. Dann hast du es ein bisschen frischer. Ich finde sowas also sättigender, als wenn du jetzt eine Tüte Chips aufmachst und die dir reinpfeifst. Ne? Also hiervon würde ich zum Beispiel, glaube ich, nicht eine ganze Tüte schaffen. Eine Tüte Chips am Abend ist eingeatmet, ist überhaupt kein Thema. Und das dann vielleicht noch ein bisschen reindippen in einen schönen Frischkäse. Also das kann ich mir gut vorstellen. Oder ein Kräuterquark oder so. Das ist schon cool, ne? Und ich glaube auch, dass solche Salz-Bagel-Gedönsen auch kalorientechnisch ein bisschen entspannter da liegen oder dastehen als Chips. Ja, aber wir haben ja gesagt, wir wollen bei dieser Box keine Kalorien zählen. Jetzt können wir nämlich zwei sehr gut eingepackten Flaschen, die dann so in Glas, also Glasflaschen, die eingepackt sind in Luftpolsterfolie. Die Luftpolsterfolie wird übrigens immer aufbewahrt, ne? Claudi ist am Recyceln und so und solche Kartons verwende ich, also gerade die Degustabox-Kartons, die sind total klasse, so für Tauschpakete oder für einfach mal ein großes Zuschauerpaket, was man rausschickt, wenn man sagt, komm, ich packe einfach mal random, wenn ich die Verlosung auslose, habe ich ja meistens, keine Ahnung, 30 Gewinner oder so, die ich auspacke, ne? Und dann nehme ich zwei davon und mache da einfach Riesenpakete von, wo ich richtig reinknalle oder so. Das ist einfach jetzt gerade Richtung Weihnachtszeit, habe ich da auch einfach Bock drauf. Und genau, deswegen, solche Kartons werden dann auch immer gut weiterverwendet, weil die Degustabox-Kartons sind sehr, sehr robust, weil die das halt extra auch so machen, dass die robustere Kartons nehmen, weil die ja Lebensmittel drin haben, zum Beispiel einfach mal so eine Weinflasche. Auch dieser Wein wird weiter wandern, weil nicht nur, weil er lieblich ist und Kopfschmerzen machen wird, sondern weil mein Freund und ich einfach nicht so die Alkoholfans sind. Also... Wir trinken seit Jahren eigentlich nicht wirklich Alkohol, ab und an mal. Ne? Da macht man das wohl mal, aber... Blanchet Jolie Rouge de France, lieblich, beerig, harmonisch. Das ist auf jeden Fall eine nette Kiste. Notfalls kann man sowas auch zum Kochen verwenden, aber ich gebe das dann einfach lieber weiter im Familien- und Freundeskreis, dass sich da jemand drüber freut oder gibt es als Lebensmittelspende oder so weiter. Ne? Dann gucken wir uns jetzt mal das letzte Produkt an, was hier drin ist. Auch das ist schön eingepackt. Das ist doch eine Glasflasche. Gucken wir mal. Fühlt sich auf jeden Fall hoch, sehr schwer an. Ja, das ist Glas. Die Limo von Granini. Und das in der Glasflasche finde ich interessant. Nee, das ist ein Sirup. Cool. Sirup, Zitrone, Limette ergibt 5 Liter für alle Wassersprudler. Wir haben einen Wassersprudler. Das ist perfekt. Also finde ich total klasse. Natürlich ohne Süßungsmittel. Deswegen haben wir damals auch ehrlich gesagt umgestellt auf unseren
Wie heißt SodaStream, genau. Weil die ganzen Sirupviecher, die man halt nimmt, um sich da eine Cola von zu machen, eine Fanta oder eben eine Limo, haben runtergerechnet deutlich weniger Kalorien, als wenn du in den Laden gehst und dir halt wirklich schon einen Softdrink so kaufst. Und du hast immer noch die Möglichkeit, das zu dosieren. Das heißt, ich bin ja zum Beispiel kein Fan davon, dass ein Softdrink so super krass süß schmecken muss. Also ich bin kein Cola Light Fan, aber ich möchte halt gerne einfach den Geschmack haben, aber nicht so krabuff. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Dass ich so ein Pappmaul davon kriege. Und das ist halt der Traum, also wirklich traumhaft schön, dass man das dosieren kann. Und auch das hier kannst du dann für dich selber dosieren. Und ja, das finde ich gut. Da wird mein Freund sich auch drüber freuen. Und das ist dann ja mit Zitrone-Limette. Das ist sehr erfrischend. Mensch, das finde ich klasse. Ich kenne das wirklich nur als, ja, als Plastikverpackung. Und das hier ist wirklich nachhaltig als Glas. Finde ich richtig krass. Ich finde das wirklich toll. Danke, dass du den Sleeve trennst und die Flasche im Glascontainer entsorgst. Klar, also das sollte man auch machen, dass wenn man halt sowas hat, ne, da ist ja dieses Plastik drumherum, hat man schon die Perforation, dass man halt dieses Gedünsen abmacht und dann halt die Flasche in den Glascontainer gibt, dann kann das halt auch besser recycelt werden. Also da habe ich wirklich jetzt gerade ziemlich viele sehr coole Produkte drin gehabt. Die einzigen Sachen, wo ich sage, werden jetzt nicht unbedingt nach meinem Gusto sein, ist einmal hier M. Eukal, die Herzkirsche, dann der Kurkuma-Tee und das Pocket Coffee. Also die drei Produkte wären für mich halt so, dass ich sage, Schätzelein, magst du das? Oder bei mir so im Umfeld nachfragen. Gut, und der Wein halt, ne? Ja, da bin ich jetzt auch mal ehrlich. Das nehme ich auch nicht zum Kochen. Aber ansonsten, schöne Produkte. Das hat sich für mich oder für uns halt definitiv gelohnt, ne? Ja, ihr Lieben, schreibt mal gerne in die Kommentare rein, wie ihr die Box so fandet. Und jo, ich fand sie gut. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!